Der Krieg in der Ukraine beschert Öl- und Gasfirmen gigantische Gewinne. Der norwegische Staatskonzern Equinor hat im zweiten Quartal seine Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr glatt verdreifacht. Jetzt gibt es eine Polemik, wie die Profite verwendet werden sollten. Polens Premierminister Mateusz Morawiecki heizte die Debatte an mit der Bemerkung, Norwegen sei ein Kriegsgewinnler. Euronews fragte Berit Lindemann, die frisch ernannte Generalsekretärin des norwegischen Helsinki-Komitees. Der polnische Regierungschef hat Norwegen aufgefordert, mit den Profiten aus Öl und Gas den am härtesten betroffenen Ländern zu helfen, vor allem der Ukraine. He does have a point. Norway makes an additional 60 billion euro on oil and gas. Damit hat er durchaus recht. Norwegen verdient mit Öl und Gas zusätzliche 60 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Und doch hat Norwegen seine Hilfe für die Ukraine gerade einmal um 1 Milliarde Euro erhöht. Das ist in ein paar wenigen Tagen verdient. Wir glauben, dass wir angesichts der riesigen Öl- und Gaseinnahmen was drauflegen und viel, viel mehr zahlen müssen. We need to step up and pay much, much more. Die allermeisten Norweger befürworten die Idee, Menschen in Not zu helfen, vor allem in der Ukraine. Doch es mehren sich auch Stimmen, die daran erinnern, dass es auch daheim Probleme gibt, wie steigende Stromkosten. Bäuerin Marianne Rönning produziert braunen Ziegenkäse und fordert mehr Hilfe vom Staat. Wenn Unternehmen und Kollegen bei uns in der Nachbarschaft schließen müssen, dann hat niemand was davon. Der Staat kann nicht einfach nur da sitzen und zusehen. Die sollten eingreifen und was tun. Insgesamt könnte Norwegen mit fossilen Energieträgern in diesem Jahr 97 Milliarden Dollar einnehmen, dreimal so viel wie im Vorjahr. Der Löwenanteil wird in Norwegens Staatsfonds landen, ein dickes Sparkonto, um die Zeit nach dem Öl zu finanzieren. Jetzt tobt die Debatte, ob man nicht mehr Geld für Hilfsprogramme in oder außerhalb Norwegens ausgeben sollte. Das Helsinki-Komitee meint, es sei genug Geld für beides da. Tut Norwegen genug, um die Ukraine zu unterstützen, verglichen mit anderen Ländern in Europa? Norwegen steht nicht schlecht da, doch angesichts der enormen Bedürfnisse könnten wir sehr viel mehr zahlen. Dafür bräuchten wir nur einen kleinen Teil der Extraeinnahmen aus Öl und Gas. Unterdessen sind die Bauarbeiten an der Unterseepipeline zwischen Norwegen und Polen wieder aufgenommen worden. Die baltische Pipeline soll im Herbst teilweise in Betrieb gehen. Europas Bitte um mehr Gas kommt Norwegen also schon jetzt nach. Und später im Jahrzehnt sollen weitere Projekte verwirklicht werden. Keine gute Nachricht für den Klimawandel.